Hallo und willkommen zur Trainingsstunde Funktionelles Training, heute für Fortgeschrittene. Wir werden etwas schwerere Übungen absolvieren. Vom Prinzip her wieder 5 Übungen mit jeweils 3 Durchgängen, dazwischen ca. 60 Sekunden Pause und zwischen den Übungen lassen wir immer 90 Sekunden Pause. Wir starten wie gewohnt mit einem kurzen Warm-up und beginnen dann mit den Übungen. Los geht's! Wir starten unten mit dem Sprunggelenk. Kreisende Bewegungen. Einmal gegen den Uhrzeigersinn, ca. 10 Sekunden. Und wechseln dann die Richtung. Ebenfalls ca. 10 Sekunden. Jawohl, auslockern, das Bein wird gewechselt. Ein paar Sekunden noch, wir wechseln die Richtung. Ausgezeichnet und lockern das Bein wieder aus. Weiter geht's mit den Kniegelenken, dazu schließen wir die Beine und drehen die Knie. Möglichst große Kreise. Ausgezeichnet, wir wechseln die Richtung. Und lockern das Bein aus. Weiter geht's mit den Hüftgelenken, dazu heben wir wieder das Bein. Beugen es 90 Grad im Kniegelenk. Und drehen das Bein nach außen, so weit wie möglich. Noch ein paar Sekunden und drehen es nach innen. Sehr gut, auslockern. Beinwechsel. Bisschen noch, ein paar Sekunden noch. Sehr gut, Seitenwechsel. Und auslockern. Ausgezeichnet. Weiter geht's mit Hüftkreisen. Dazu starten wir wieder mit kleinen kreisenden Bewegungen. Werden dann immer größer und größer. Gleichmäßig atmen, wieder etwas kleiner werden. Sehr gut. Richtungswechsel. Wieder mit kleinen Kreisen beginnen und immer größer werden. Ausgezeichnet. Sehr gut. Weiter geht's mit den Schultern. Dazu kreisen wir die Schultern nach vorne. Super. Bisschen noch. Richtungswechsel nach hinten. Lockern die Arme aus. Handgelenke, drück die Ellbogen zum Körper und kreise nur meine Hände, meine Handgelenke. Richtungswechsel. Sehr gut und auslockern. Okay, wir machen jetzt noch ein Armkreisen. Einmal Armkreisen, einfach nach vorne. Ruhig atmen, mit Schwung die Arme nach vorne kreisen. Sehr gut. Gegengesetzte Richtung nach hinten. Ausgezeichnet und wer es kann, noch in die gegengesetzte Richtung. Eine Hand nach vorne und einen Arm nach hinten.
schon die fortgeschrittene Aufwärmvariante. Sehr gut, auslockern und wir starten los mit der ersten Übung. Die erste Übung trainiert den äußeren Bereich der Beinmuskulatur, vor allem aber die seitlichen Bauchmuskeln, den Core-Bereich. Wichtig ist, dass du bei dieser Übung wieder an dein Limit gehst, also mach so viele Wiederholungen, wie du kannst. Die Übungen ist das Beckenheben seitlich, dazu folgende Ausgangsposition. Du legst dich seitlich auf den Boden, streckst deine Kniegelenke, deine Hüftgelenke, achtest dabei, dass die Hüfte gerade bleibt. Das heißt, dreh dich nicht nach vorne oder nach hinten, sondern bleib ganz gestreckt. Danach drückst du dich mit dem Ellbogen nach oben, stützt den Arm in die Hüfte, senkst das Becken und hebst es wieder nach oben. Bei der Bewegung nach oben atmest du aus. Jawohl, und noch ein paar. Ausgezeichnet. Hüfte ablegen, kurz auslockern. Okay, wir wechseln die Seite. Selber Ablauf, du streckst deine Kniegelenke, deine Hüfte komplett durch, drückst dich wieder nach oben und machst Bewegung nach oben, nach unten, wobei du bei der Bewegung nach oben ausatmest. Und 20. Jawohl. Ausgezeichnet. Und jetzt machst du eine kurze Pause, 60 Sekunden. Danach geht es weiter mit dem zweiten Durchgang. Okay, wir starten mit dem zweiten Durchgang. Ausgangsposition einnehmen, Körper sauber durchstrecken, Arme in die Hüfte und los geht's. Und 20. Jawohl. Sehr gut. Kurz auslockern. Seitenwechsel. Einmal noch durchatmen und los geht's. Ausatmen. Sehr gut. Jawohl. Jawohl, 20 Wiederholungen. Jetzt wieder 60 Sekunden Pause. Danach geht es weiter mit dem letzten Durchgang.
So, noch einmal eine kurze Zusammenfassung, bevor es mit dem dritten Satz losgeht. Sei gestreckt im Kniegelenk, gestreckt in der Hüfte. Mit dem Becken nicht nach vorne kippen, nicht nach hinten kippen. Wirbelsäule ist gerade. Spannung aufbauen. Du kannst auch, wenn es beim dritten Satz nicht mehr geht, den Arm unten lassen. Besser ist, du lässt ihn in der Hüfte. Bei der Bewegung nach oben atmest du aus. Geh auch jetzt wieder an dein Limit. Und los geht's. Und 20. Sehr gut. Ablegen. Kurze Pause, kurz ausschütteln. Durchatmen. Und die Seite wechseln. Und los geht's. Durchbeißen, 15, 16, 17, letzten 3, 18, 19 und 20. Sehr gut. Jawohl, erste Übung absolviert. Jetzt machen wir eine 90-sekündige Pause, bevor es weitergeht mit der nächsten Übung. So, wir fahren fort mit der nächsten Übung. Die nächste Übung trainiert vor allem die Core-Muskulatur, aber auch die Gesäßmuskulatur. Wichtig bei dieser Übung ist auch eine saubere und exakte Ausführung. Von der Wiederholungsanzahl wieder natürlich ans Limit gehen. Ich werde mich so circa bei 15 Wiederholungen bewegen. Ich zeige die Übung kurz vor. Du gehst in die Vierfüßerposition, hebst deine Knie circa 5 cm vom Boden ab und hebst ein Bein so weit wie möglich nach oben und bleibst dabei mit dem rechten Bein in diesem Fall immer 5 cm über dem Boden. Versuche die Hüfte gerade zu lassen, den Rücken gerade zu lassen und geh an dein Limit. Sehr gut. Kurz ablegen, kurz durchatmen, kurze Pause, ein paar Sekunden und wir wechseln das Bein. Wieder abheben und los geht's. Versuch das Knie so weit wie möglich nach oben zu bringen. Je höher du es bringst, desto effektiver ist diese Übung. Und 10, noch 5,
Sehr gut. Jawohl, kurz durchatmen, kurze Pause, danach geht's weiter mit dem zweiten Durchgang. So, weiter geht's mit dem zweiten Durchgang. Arme und Beine sind senkrecht am Boden, rechtwinklig. Achte auf die saubere Ausführung, Knie werden abgehoben und los geht's. Bei der Bewegung nach oben atme aus. Jawohl, kurz auslockern, kurze Pause und Seitenwechsel. Und 15. Sehr gut. Knie ablegen, kurz auslockern, kurz verschnaufen, aufstehen, einen Schluck Wasser trinken, bevor es mit dem dritten Durchgang weitergeht. Okay, dritter und letzter Durchgang dieser Übung. Noch einmal konzentrieren, saubere Ausführung, Knie werden leicht angehoben und das Bein wird so weit wie möglich nach oben gestreckt. Achte dabei, dass das rechte Bein in diesem Fall möglichst ruhig bleibt. Und ausatmen. Ausatmen, sehr gut. Jawohl. Kurz auslockern, Arme ausschütteln und Seitenwechsel. Noch 2, 14 und 15. Sehr gut. Jawohl, sehr gut. Arme auslockern, aufstehen, Beine ausschütteln, kurze Pause und wir starten mit der nächsten Übung.
Okay, ich hoffe, diese Trainingssession hat dir gefallen. Wenn du das gesamte Trainingsvideo in Echtzeit sehen möchtest, dann besuche meine Homepage. Den Link findest du unter dem Video. Ich würde mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst und meinen Channel abonnierst. Also dann, bis bald!